bitte? Ja, aber hallo. Sind ja doch ganz. Hab ich das mit dir gesagt? Und ich hab vielleicht. Da ist die Grafenmorin-Kugel in der mit und ohne Seitenwagen aus den Jahren 1950 bis 78. Da ist aber einer, das habe ich gesehen, der gehört da nicht rein, aber darüber werden wir gleich noch sprechen. Meine Damen und Herren, hier auf Köln, Hammerhart vom Original vorbereitet, aber Geburtsjahr war eingehalten. Und schon ist die Mundschutz. Oh, die 608. Wunderschön. Oh, die Stimme aus Bremerhaven mit der Adler MB250. Das hat er mir erzählt. Er hat irrsinnig lange gesucht, bis er diesen original mintgrünen Farbton des Originaladlers gefunden hat. Dann haben sie, sind sie nicht fündig geworden und haben dann diesen halt nach einem alten Teil diese Farbe anmischen lassen. 626 gehört nicht ganz genau da rein, das ist nämlich ganz Repin, aber ich sehe, die Maschine kommt aus dem Jahr 78, sieht aber relativ neu aus, okay, dann stimmt es doch in dieser klassischen Hölle rein, nämlich in den Motorrädern von 1950 bis 78 und da hat er jetzt gleich alles ausgesucht. Die 630 Nase, hier vorbei, die Flotte unterwegs, Christian Böse aus Hamburg mit der Honda 750 vor, mit der Endbezeichnung K2. Und hier nochmal die 614, auch in den tollen Fahrzeugen von Sven Scholz aus Hamburg. Die 300, und nochmal die 603, Georg Böse aus Hamburg mit der 350. Ja, und der junge Mann, der fuhr hier so schnell auf einem Rad vorbei. Es hieß ja, er soll das nicht machen, weil das ist zu gefährlich, aber das ist ein Mann, der hat und so hat er gefahren und dementsprechend weiß er genau, was er da tut. Doch bei den 605, das ist ein ganz interessanter Mann, Heiner Ahlers aus Kiel mit der BMW 1D175. Gestern hat er hier richtig um Punkte gekämpft in der Gleichmäßigkeitsprüfung. Da habe ich ihn heute Morgen nach dem Frühstück getroffen. Ich sage, na Heiner, alles klar. Oh, sagt er, das ist auch scheiße toll daneben, Alter.